Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Siberia 2. Da haben wir ja nochmal richtig Glück gehabt. Erstens hätten wir vom Stein erschlagen werden können, aber andererseits hätten uns auch irgendwelche Flugzeugteile auf den Kopf fallen können, oder? Naja, und mein kleiner Yuki ist auch weg. Ich schaue erstmal, in welche Richtung es geht. Möglicherweise sitzt ja in dem Flugzeug der Detektiv, der mich aufspüren soll, oder? Wo ist denn jetzt dieser kleine Yuki? Ich hoffe, ich muss da nicht rauf. Ich habe nämlich nur die kleine Axt, mehr nicht. Was ist eigentlich hier mit der russischen Puppe? Kann ich da noch anderweitig reingucken? Nee, verdammt. Aber ich glaube, ich habe noch einen Artikel hier in der Zeitung nicht gelesen. Ihr habt mich darauf in den Kommentaren aufmerksam gemacht. Und zwar den Artikel "Ein sibirischer Komet". Im Laufe der letzten Tage gingen unzählige Anrufe bei unseren Redaktionen ein und denen zufolge ein großes eiförmiges Flugobjekt am Himmel gesichtet wurde. Naja gut, das Flugzeug ist nicht eiförmig. Da alle unsere Anfragen beim Zentralbüro für astronomische Beobachtungen unbeantwortet geblieben sind, können wir lediglich Spekulationen über die Art des rätselhaften Flugobjekts anstellen. Handelt es sich dabei um einen Kometen, einen ausgedienten Satelliten oder gar um ein Spionageflugzeug der Tatarrepubliken? Wir behalten die Angelegenheiten im Auge. Oh, das ist hier unser... War das der Kronski? Unser lieber Kosmonaut, den wir in dieses Nein, es war eigentlich nur ein Flugkörper mit einer mechanischen Abwurfvorrichtung. Toll. Ja, er ist wohl wieder runtergekommen. Hauptsache heil und gesund. Oh Mann, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, dass der Weg hier so lang war. Oh, oh, oh. Oh Mist, und ich komme doch gar nicht über diese Brücke zurück. Ja, wie soll ich denn über die Brücke zurückkommen? Nein, das habe ich mir nicht bedacht. Jetzt bin ich völlig umsonst hier runtergelaufen. Oh Mann. Mist. Gut, dass die liebe Kate so viel Ausdauer hat. Es ist sicher schwer, es hier in diesem Schnee durch die Gegend zu stapfen. Na? Da muss es ja tatsächlich in der anderen Richtung noch weitergegangen sein, nämlich hier. Oder? Nein! Dann geht's nur hier? Oh Mist! Da bekomme ich keinen Halt. Der erste Vorsprung ist zu weit oben. Oh nein! Im Ernst? Ist sie wahnsinnig? Oh nein! Kate, bist du wahnsinnig? Ach du Schande. Im Ernst? Oh Gott. Ich hoffe, ich finde den richtigen Weg. Ach so, ich muss einfach nur nach oben klicken? Oh je. Oh nein. Oh, es geht hier irgendwo weiter. Shit. Dann doch nochmal ein Stückchen zurück vielleicht. Was soll ich... Ah, da. Darüber. So, und jetzt noch ein Stückchen weiter rüber. Ja, ja, ja. Dann kann ich jetzt nach da. Ah, alles klar. Gut, und zum nächsten. Aha. Nein, das war falsch. Das war falsch. Hier komme ich nicht weiter. Oder? Ein Stück noch. Ein Stück noch. Vielleicht jetzt hier irgendwo rüber, ja? Sehr schön. Dann kommt man doch weiter hoch, oder nicht? Okay. Mhm, jetzt aber. Komm schon, weiter noch. Alles klar. Und noch weiter. Und hier wieder rüber. Wahrscheinlich wirklich komplett wieder auf die ganz andere Seite.
Ist mir zwar ein bisschen unverständlich. Rechts oder links? Nee, nach oben. Hier rüber. Wie, noch weiter? Hier ist auch gar nichts mehr, wo man sich hier oben festhalten könnte. Aber in Ordnung. Aber in Ordnung. Ich bin total baff. Sorry, Marston, the fish got away. She's slippery. Listen, you have to understand, Mr. Marston. She's holding all the cards. And she's in cahoots with some of the locals. Canton, you've put me in an extremely uncomfortable situation. Kate's family are getting anxious. Trouble is all our middle names if you don't bag the girl. This ain't no Manhattan turkey shoot, Mr. Marston. The only way forward is on horseback, across the snow. There's this village, and after that, there's nothing. She's gone off her nut. Oh, shit. Oh, dann saß er wohl nicht im Flugzeug. Aber warum haben wir denn da am Anfang den Zirkus gesehen? Haha. Hat er das Ganze abgehört oder hat er von da aus telefoniert? Ich habe nämlich jetzt da in diesem Bild niemanden identifiziert, der das sein könnte. Nee, bestimmt nicht wieder runter. Bestimmt nicht wieder runter. Besser hier entlang. Och, ob ich Yuki wohl jemals wiedersehen werde? Oh, es geht hier entlang, es geht da entlang. Und es geht da entlang. Dann gehen wir erstmal hier. Im Uhrzeigersinn. Oh Gott. Genau, passt mal auf. Oh Mist, genau. Oder nehmt mich mit. Großer Gott, das war Hans hinten auf dem Schlitten. Ich muss irgendwie zum Zug zurück, wenn ich sie noch erwischen will. Ah, man sieht den Zug auch hier hinten. Da, das ist der Zug. Aber vielleicht finde ich hier noch Informationen. Warum hatten die denn den Hans hier, wenn der Zug da hinten ist? Das ist ja merkwürdig. Oh, was war das? Oh, da können wir noch entlang. Und da? Und da? Warum so viele Wege? Oh nein. Okay, ich folge erstmal der Spur hier. Genau. Da bin ich auch eigentlich gerade schon gewesen. Eine Satellitenschüssel. Was haben wir denn hier Schönes? Ob ich hier Hilfe suchen kann? Erstmal anmachen. Oh, hier so? Da passiert nicht viel. Knöpfe drücken kann ich. Ah, toll. Ah, und hier kann man immer an- oder ausstellen, ja? Ah, und hier kann man noch weiter hochstellen. Und hier stellt man runter, alles klar. Oben geht rauf, unten geht runter. Ah, ich bräuchte die Frequenz. Ich bräuchte die Frequenz. Ah. Was ist denn das? Bis wohin geht das? Wahrscheinlich bis 9, ne? Machen wir es mal aus. Wird bestimmt noch später interessant für uns. Vielleicht gehe ich erstmal rauf. Oh. Zack. Na gut. C, B, 0, 3, im Ernst? C, B, 10, 3. Ach, schau an. Na gut, wir stellen jetzt erstmal wieder. Nee, so rum, so rum. Ich gehe dann jetzt unten an den Messgeräten nochmal gucken. Ob wir da jetzt was anderes einstellen können, ob jetzt zum Beispiel hier ein anderer Bereich angezeigt wird. Das habe ich mir schon gedacht. Ah. Ja, ich glaube fast, dass mir das jetzt gerade auch noch nicht weiterhilft. Dann gehen wir erstmal woanders entlang. Die Frage ist halt schon alleine, was soll mir das anzeigen? Einen bestimmten Sender oder was? Oh, 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 oh.
Wrackteile. Da hängt einer. Oh, da hängt einer. Das ist ein Fallschirm, oder? Oh Gott, oh Gott. Oh, Boris Tscharow. Uiuiui. Ist alles kaputt? Ja gut, ich kümmere mich natürlich erstmal um den Arm, der hier hängt. Da bist du ja. Stimmt, der hieß Tscharow und gar nicht Kronski. Kronski war der Verrückte unten, ne? Der die Diva einfangen wollte. Oh je, oh je. Hallo, aufwachen. Los, wachen Sie schon auf. Na, ob der schon wieder irgendeinen Rausch ausschläft? Und das Maurer-Dekolleté prangt hinten wieder. Mensch, der erfriert doch, wenn der da so hängt. Aha. Was soll ich machen? Soll ich ihm die Matroschka an den Kopf werfen? Schade. Oh nein. Der friert da. Okay. Vielleicht kann ich hiermit irgendwie hupen. Dann war das Flugzeug im Ernst hier der Boris Tscharow, der Kosmonaut? Irre. Ah, schön. Der hat mich nochmal gerettet, hä? Was haben wir denn da? Auf und runter. Mist. Und hier haben wir einen grünen, ne? Soll ich mal alles mit grün machen irgendwie? Die runter? Und das kann man auch noch einstellen? Ich wäre wahnsinnig. Nein! Up, up. Oh, okay. Jetzt haben wir Strom. Alles klar, wir haben schon mal Strom. Nein, so nicht. Die gehen alle nicht. Die sind kaputt. Die sind kaputt. So, A und B laufen. A sollte gelb sein. B ist grün. Hm. Grün. Verdammt. Oh nein! Wo ist alles an? Muss man in Filmen nicht immer alle Hebel nach oben machen, um das Flugzeug zu starten? So ein Ärger. Ich mache jetzt alles nach oben. So. Oh! Oh, was ist das? Ah, tatsächlich. Ich habe alles nach oben gemacht und es passiert was. Es gibt immer nur zwei Einstellungen. Hm. So nicht. So auch nicht. Den gelben können wir runter machen. Passiert nichts. Hm, 28. Oh, wenn wir das gelbe ausmachen. Passiert nichts. Aha. Die müssen also alle an sein, ja? Wenn alle oben sind, steht da 8888. Wenn der rote unten ist, ist ganz aus. Wenn der gelbe unten ist, steht da 28. Wenn der grüne unten ist, steht da auch 888. Ah, jetzt hat sich aber was getan. Gerade stand da nämlich 28. So, und jetzt? 03. 03, 28? Ist das vielleicht irgendetwas, was... Ich stelle die jetzt mal woanders hin. 03. Okay. Den aus. 0328. Ja, 0328. Das ist anscheinend die Zahl, auf die ich kommen sollte, oder nicht?
Dann gehe ich jetzt nochmal zurück zur Station. 0328. Ich gucke einfach mal, ob wir den Wert irgendwie einstellen können. Mit ein bisschen Glück geht's. 0328. Okay, also hier erstmal an 0328. Und jetzt? Boris? Boris, hören Sie mich? Hier ist Kate Walker. Wachen Sie auf, Boris. Wachen Sie auf. Ja. Du lieber Himmel. Wie bin ich denn hierher geraten? Ich will runter. Lass mich runter. Schnallen Sie sich ab, Boris. Abschnallen? Ah ja. Klar. Ich schnalle mich sofort ab. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ach super. Das haben wir ja dann doch ganz gut rausgekriegt. Schön. Aber was ist damit? Bing. Ich lasse das jetzt einfach mal an. Wird schon nicht schaden. Oh, wenn die Batterie leer ist, ich habe auch damit nichts zu tun. So, ich muss ihn da jetzt erstmal wieder runterholen. Ich gucke aber vielleicht erstmal nochmal in diese Richtung, um zu schauen, was wir überhaupt hier haben. Ach, da bin ich da hergekommen. Ja, Tatsache, da bin ich hergekommen. Naja gut. Dann ab zu Boris. Deswegen hattet ihr mir geschrieben, dass ich in der Zeitung einen Artikel übersehen habe. Schau an, schau an. Da steht er jetzt unten bei seinem Flugzeug hier. Na, vielleicht kann er mir behilflich sein auf der Suche nach Hans. Boris. Ach, Kate. Mein Sterngleiter ist dahin. Irreparabel. Aber du hast mir damit das Leben gerettet. Boris, Ihr Sterngleiter ist ja in erbärmlichem Zustand. Aber ich bin bis zu den Sternen geflogen. Nur das zählt. Boris, Hans Vorarlberg ist entführt worden. Hä? Was? Was sagst du da? Zwei Halunken haben Hans Vorarlberg entführt. Ich bin ihnen auf den Fersen. Der arme Herr Vorarlberg. Leider werde ich dir wohl kaum helfen können. Ich verstehe. Ich muss diese Schurken um jeden Preis kriegen. Denn Hans ist nicht gerade bei bester Gesundheit. Ich würde ja gerne helfen. Aber ich wüsste nicht, wie, Kate. Mein Zug befindet sich am Fuße dieses Bergs. Und es gibt keine Möglichkeit, hinunterzukommen. Leider ist mein Gleiter lädiert. Das Landen war noch nie meine Stärke. Naja, du bist ja auch damit zum ersten Mal geflogen. Sind Sie sicher, dass ich Ihren Sternengleiter wirklich nicht benutzen kann? Ganz sicher. Ich wusste, die Landung würde ein wenig rau werden. Also habe ich den Schleudersitz betätigt. Aber vielleicht ist der Schleudersitz des Co-Piloten noch okay. Man müsste versuchen, das Handsteuersystem zu betätigen. Ich werde versuchen, diesen Schleudersitz zu betätigen. Ist gut. Ich warte so lange hier. Aha. Wo soll das Ding sein? Das, Moment. So, muss ich denn... Was? Ach, verdammt! Hä? Ach so, Das ist hinten, ne? Das war vorne. Moment. Hehe. Na gut. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Was passiert da? Niet, niet. Mit diesen Koordinaten landest du direkt im Steilhang. Ah, dafür brauche ich jetzt das andere Dingen. Ach du Schande. Dann muss ich nochmal zurück zur Funkstation und brauche von da jetzt irgendwie Koordinaten, kann das sein? Okay, dann nochmal zurück. Wobei, wartet mal. Koordinaten ja schön und gut.
Aber ich will doch gar nicht hier landen, oder? Ich will mit dem Schleudersitz dann direkt woanders hingebracht werden, denke ich mal. Und zwar dorthin, wo der Zug ist, oder? Also muss ich das Ding vielleicht erstmal auf den Zug stellen oder so? So, dann gucken wir da mal. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt hin zeigt. Aus, an. Da ist was. Da. Aber wie mache ich das jetzt? Was sind denn das jetzt für Koordinaten? Ach so, ich kann das hier an den Punkten direkt ablesen, ja? Also hier ungefähr. Das müssten ja dann... Wartet mal, wenn das 200 sind und das sind 50, dann... Wartet mal von... Ach so, nee, das soll 100 sein. Alles klar, dann ist das wahrscheinlich 60, 70, 80, 90. Ja, 60. Der dürfte etwa bei 60 liegen. Und bei... Was haben wir denn hier? Welcher ist denn das jetzt hier? Ungefähr da. 20, 60 vielleicht? Ich werde es einfach mal mit 20, 60 probieren. So, hurtig, hurtig. Da fliege ich also auch einmal kurz mit diesem Gleiter, dem Sternengleiter. Das wäre ja cool. Ja, okay, gut. Nur mit dem Schleudersitz, aber ach. Das sind Kleinigkeiten. Jo. Ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass ich sie je wiedersehe. Das Schicksal geht so seine Wege. Ach so. Ach so, ich wollte ihn eigentlich gar nicht ansprechen. Boris, Sie könnten mir helfen, das Handsteuersystem des Schleudersitzes zu betätigen. Du musst deine Zielkoordinaten eingeben. Ich fürchte allerdings, das Radar funktioniert nicht mehr. Nun denn, bis auf ein anderes Mal, Boris. Viel Glück, meine Liebe. Ich habe mein eigenes Radar. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen größer. Okay, ich versuche es mit 2060. Achso, genau, richtig. Das ist die Koordinate und das ist die Koordinate. Oh mein Gott. Niet. Nein! Niet. Mit diesen Koordinaten landest du direkt im Steilhang. Mhm. Kannst mit 30, 70 probieren. Niet. Niet. Mit diesen Koordinaten landest du direkt im Steilhang. Boah, wenn das jetzt hier so Mini-Anzeigen noch sind, ja? Ich kann es mit 25 und 65 probieren. Niet, niet. Mit diesen Koordinaten landest du direkt im Steilhang. Mhm. Ja, okay, gut, dann nicht. Dann gehe ich doch lieber nochmal die Straße nach unten. Es sei denn, Kate sagt jetzt sowas wie, hier muss ich nicht lang, hier will ich nicht lang, das bringt mir nichts oder was auch immer. Ah, dann muss ich die noch genauer bestimmen, die Koordinaten. Vielleicht mache ich das aber an meinem Zielpunkt.